Ich glaube, jeder hat vollstes Verständnis auch für die Hoffenheimer Situation. Uns würde es enorm treffen, wenn zwei, drei Spieler, Stammspieler ausfallen und uns dann ja, im nächsten oder vermeintlich auch im übernächsten Spiel dann nicht zur Verfügung stehen. Und absolut, das ist sicherlich auch ja, ein Nachteil, wenn du Spieler abstellst, die natürlich auch zurückkommen. Dann sich mit Corona infizieren, in Quarantäne müssen, das ist keine einfache Situation. Das würde jeden Verein treffen und von daher haben wir auch vollstes Verständnis. Es gibt ja Bestimmungen und es ist ja auch nicht so, dass wir als Verein einfach sagen können, nein, wir setzen uns über diese Bestimmungen hinweg und Spieler XY oder wer auch immer bleibt hier, darf nicht zu den Länderspielen fahren. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass wir als Verein natürlich klar, ist es auch für uns eine schwierige Situation, wenn ja, einige Spieler wechseln, in anderen Ländern viel reisen, in anderen Gruppen zusammenkommen. Und klar, hoffst du natürlich dann, dass dein Spieler auch zurückkommt und nicht von Corona eben auch betroffen ist. Es gibt mehrere Interessen und das ist sicherlich schwierig, da einen Konsens zu finden. Aber ich denke, wichtig ist, dass ja, oder wir können uns auch nur an die Regularien, an die Bestimmungen auch der FIFA halten. Und das werden wir als Werder Bremen auch tun. Das Verständnis auch für die Aussagen von Herrn Rosen, ganz klar, weil du wirst geschwächt als Verein, mit Sicherheit. Und natürlich würde uns das hart treffen, wenn uns das passieren würde. Aber trotz alledem bist du ja auch als Verein verpflichtet, die Spiele abzugeben. Und sicherlich, es sind keine normalen Zeiten. Ich glaube schon, dass man ja, da im Austausch sein muss, um eben auch die bestmögliche Lösung für alle Beteiligten zu finden. Mit Sicherheit kann man über die Freundschaftsspiele auch diskutieren. Und mit Sicherheit ja auch. Drei Länderspiele in einer Länderspielpause ist natürlich auch eine enorme Belastung, gerade wenn es dann auch noch drei Spiele sind in vielleicht auch verschiedenen Ländern, es ist viel Reisezeit, dass das nicht optimal ist, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber diskutieren und das hoffe ich natürlich auch, dass das Bewusstsein der FIFA da auch da ist und wie gesagt, wichtig ist, dass man da im Austausch ist und auch die bestmögliche Lösung auch für alle Beteiligten findet. Ich denke, im Großen und Ganzen können wir mit der Punktausbeute, mit dem Saisonstart zufrieden sein. Klar, man sollte nie zufrieden sein, weil das ist dann schon wieder so ein bisschen, schleicht sich oft so eine kleine Nachlässigkeit an. Von daher, wir haben das ja auch gesagt, wir wollen jedes Spiel so angehen, dass wir es auch gewinnen wollen. Das ist uns gegen Hertha nicht gelungen, aber ich denke, in den letzten drei Spielen haben wir das ganz gut umgesetzt. Und spielerisch wissen wir natürlich auch, dass da noch Luft nach oben ist. Ich glaube, das geht jedem Spieler so und das sollte man auch nicht überbewerten. Im Endeffekt ist das, jeder ist ein Stück weit biestig oder wie das gerade angesprochen wurde, wenn man ausgewechselt wird. Aber da gibt es gar keine Probleme. Mö weiß im Endeffekt auch, dass er noch nicht bei 100% ist. Er hat das gut gemacht. Man hat in der einen oder anderen Situation dann hinten raus auch gesehen, dass eben auch die Kraft ein bisschen nachlässt. Aber das ist völlig normal. Ich meine, er hat über ein Jahr lang kein Pflichtspiel absolviert. Für unsere Profimannschaft und dass es noch ein bisschen Zeit braucht, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, also da gibt es gar keine Probleme. Grundsätzlich, das betrifft jetzt nicht nur Ömer, sondern alle Spieler, freuen wir uns natürlich auch, wenn alle an Bord sind, wenn alle fit sind, auch dann ihre Spielfitness natürlich komplett haben und Ömer, wie alle anderen auch, sind sehr wichtig für den kompletten Saisonverlauf und es fördert den Konkurrenzkampf im Training. Und ich glaube, dass uns das auch sehr gut tut, weil jeder weiß eben auch, dass er sein Bestmögliches geben muss im Training, in den Spielen, um dann eben auch am Wochenende auf dem Platz zu stehen. Und ich glaube, das ist ein gesunder Konkurrenzkampf, den wir im Moment haben und von dem wir auch gut leben aktuell. Ja, er ist halt letzte Woche wieder komplett ins Training eingestiegen, hat das auch sehr gut gemacht in Freiburg. Ja, er war da, wenn er gebraucht wurde, definitiv. Und jetzt muss man mal gucken, wie sich das über die Trainingswoche jetzt entwickelt. Und also auf mich hat er einen ganz guten Eindruck gemacht.